Assalamualaikum, was geht ab? Moin, moin, my friends, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich weiß, 3-4 Tage kam nichts, mal ein bisschen Ruhe gemacht. Ich musste mich um einige andere Sachen kümmern. Wie zum Beispiel, meine neue Single, Janem Benim, wird morgen Nacht um 23.59 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal als Premiere erscheinen. Auf Spotify, Apple Music, alles gleichzeitig 23.59 Uhr, morgen Nacht wird alles erscheinen. Ich hoffe, ihr supportet mich, ich hoffe, ich kann auf euch zählen. Und ja, Mann, heute haben wir ein ganz neues Format für euch. Und zwar TikTok vs. Aibo. Das Format erklärt sich von selbst. Und ich würde sagen, lass einfach anfangen mit dem ersten TikTok. Leute, das ist doch keine Liebe, Mann. Das ist doch keine Liebe, Digga. Soll ich euch zeigen, was Liebe ist? Das ist Liebe. Habt ihr gelernt, ha? Das ist Liebe. Das ist Liebe. Vertraut mir einfach. Vertraut mir. Wenn ihr lieben wollt, liebt so. Als nächstes haben wir eine Dame, die uns erklärt, was ihr Freund bekommen würde. Das ist ja alles ganz schön nett und ganz schön lieb. Aber ich dachte mir, das ist halt die Möglichkeit, euch mal zu zeigen, was ich von einer Frau erwarte. Spaß, 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 chillt. Alle Feministen, chillt. Spaß, Spaß, Spaß. Der nächste Kollege hat einen wunderschönen Tanz angelegt. Den schauen wir uns jetzt mal kurz an. When we run down, it's rain. Right wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Call when we run down, it's rain. Right wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I... Aber Bruder, wenn du Tanzbattle willst, Digga, bist du bei mir richtig, Habibi. Hier ist meine Antwort. Call when we run down, it's rain. Right wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Call when we run down, it's rain. Right wrist and left wrist, that's rain. She said, waren beide gut, Digga. Vielleicht machen wir in Zukunft mal was zusammen, würde ich sagen. Als nächstes haben wir eine These, die einen Baba-Zaubertrick gemacht hat. Nachdem ich dieses Video gesehen habe, habe ich sie natürlich direkt angesprochen, gefragt, wie dieser Zaubertrick geht. Sie hat mir den netterweise erklärt. Der Trick ist schon krass, das müsst ihr selber zugeben, Digga. Ob ihr wollt oder nicht, Digga, ist scheißegal. Als nächstes habe ich gesehen, dass Daniel Perser, das ist ja dieser Ex-Freund von Mariam, der Bruder Daniel hat uns gezeigt, dass man auf TikTok rausfinden kann, wie deine zukünftige Freundin aussieht. Ja, Daniel, da hast du mich auf jeden Fall inspiriert und das Ganze wollte ich auch mal ausprobieren. Ich schwör auf meine Mutter. Baller, das stimmt. Ich lasse das kaputt, mach das weg, bevor das jemand sieht. Aber irgendwie funktioniert die Scheiße nicht. Ich weiß nicht, irgendwas ist kaputt daran, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das funktioniert nicht. Wenn, glaubt das nicht. Das ist nur Verarsche. Als nächstes haben wir meinen Bruder Adam am Start, der uns einen wunderschönen Trick gezeigt hat, wie man sich ganz schnell umziehen kann. Und hier habt ihr meine Version von dem Ganzen. Aber weil das mit den Schuhen vielleicht manchmal schwierig ist, mit dem Hochwerfen und so, hat uns der nächste Bruder gezeigt, wie man sich noch schneller umziehen kann. Und dann dachte ich mir halt,
Das musst du auch machen. Wo bist du? Schwein! Das war's mit TikTok vs. Aibo Part 1. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch als nächstes wünscht. Und schickt mir solche TikToks, wenn ihr die findet. Schickt mir die auf Instagram für die nächsten Folgen. Ich brauche mehr Sachen. Ich finde auch nicht immer alles. Das ist schwierig, Sachen zu finden. Schickt mir die Sachen auf Instagram, dann mache ich die schon auf meine Art. Gar kein Problem. Kaffee Crema. Wie gesagt, morgen 23.59 Uhr Premiere auf meinem Kanal. John und Benim, ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr über euren Support freuen. Ich küsse eure Augen, küsse eure Herzen, passt auf euch auf. Und niemand soll das Ganze irgendwie böse nehmen oder sonst was. Das ist nur Spaß. Das ist ein bisschen Lachen, ein bisschen Humor. Ich beleidige hier niemanden, ich mach nichts. Chillt alle mal. Başka birisi mi var?